Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part zu Metal Gear Solid 5 Sons of Liberty. Und what's wrong, Leute? Astral und Albert Wesker werden es verstehen. Ich glaube, der Mart auch. Wenn ihr zuguckt. Viele gehen ja meistens immer dann wieder zurück, weil sie die eine Bombe in den vorherigen, wo wir Pliskin getroffen haben. Findet man auch relativ schnell eine Bombe. Die kann man ja entschärfen. Aber wir werden hier oben rumgehen. Und hier so mal eine Runde machen. So. Und zwar hat das folgenden Grund. Das zeige ich euch jetzt. Ah ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar. Nämlich, wenn man die Bombe noch nicht entschärft, hier in den C-Bereich, würde hier die Wache liegen und Pliskin würde hier mit so einem Karton nämlich langgelaufen. Und wenn man sich ihn nähert, hat er irgendwie, sage ich jetzt mal, uns entdeckt und rennt schneller. Aber man kann ihn halt nicht einholen. Das ist nun mal so ein kleiner Running Gag, den ich jetzt leider versaut habe. Den hätte ich euch gerne gezeigt. Aber naja. Eine Überwachungskamera. Die machen wir gleich mal platt. So. Aber bevor ich es wieder vergesse, erstmal den Oberst. Raiden Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Okay, lass dir ruhig Zeit. Stillman brauchen wir nicht anrufen, weil der wird nur immer wieder sagen, nämlich hier, komm, guck mal auf die Uhr. Es ist Zeit zum Bombenentschärfen. Ich rufe mal Rose an. Jack, do you need to save? Na komm, wir speichern mal. So. Ach ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen, nämlich, wie gesagt, ich habe nicht nur Metal Gear Solid 2 Subsistence noch geholt, sondern noch einige andere Spiele für wenig Geld. Und sogar, es sind 18 Spiele. Mal wieder. eins. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Yeah, I'd say so. Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's all right. It's just that I've never been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack. But I'm okay. It's not like I'm in this alone. Oh, yeah, that's true. What do you think about when you're diffusing those things? I don't think so much as remember. And I know that I need to resist that and keep my mind blank. I can't let myself be overwhelmed by the fear. So, am I a part of what you try not to remember? I was just kidding. But I guess this isn't a good time for that. No, it is. And I do think about you. I'm trying to remember what's so special about April 30th. Any success? No, not yet. You need to stay alive so you can. Okay, that's a deal. Ja, wir wissen, ihr habt ein Date. Ja, und zwar sind das ungefähr 12 PS2-Spiele wieder. Und dann eins. Und sechs Xbox 360-Spiele. Habe ich, wie gesagt, sehr billig bekommen. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. So, ehrlich gesagt, brauche ich den Sensor nicht, weil ich weiß, wo die, ja, wo die, na, sagt schon, die Bomben sind. Ja, der meldet. Wenn wir den jetzt ausschalten würden und der würde sich dann nicht mehr melden. Dann kommt irgendwann nämlich der Einsatztrupp. Aber das kann uns vollkommen egal sein. So, jetzt zeige ich euch noch einen Trick. So, könnten jetzt hangeln, aber wir lassen los. Und drücken wie verrückt auf Dreieck, damit sich Raiden wieder festhält. So, hier ist schon mal der erste Bereich, wo nämlich dann, je höher der Schwierigkeitsgrad, auch noch eine Bombe extra hier gelegt wird. Glaube ich jedenfalls, weil wie gesagt. Oh ja, quatsch mich nicht zu, Colonel.
There's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Ey, ich hasse Tutorials. Vor allem immer, wenn so ein Kerl nämlich anruft, alle 5 Minuten und sagt, welche Taste ich drücken muss. Nervt mich nicht. So, jetzt entschärfen wir erstmal. So. Peter, weiß ich gar nicht. Wir rufen den einfach mal an. Weil ich weiß, ihr steht auf die Codec-Anrufe. This is Raiden. Disposal of the C4 in Strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Okay, ich glaube, wir brauchen den nicht jedes Mal anrufen, wenn wir eine Bombe entschärfen, weil es... Oh, jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen. What's wrong? So, ich gehe mit Absicht unten lang, aber eigentlich hätte ich auch oben lang gehen können, aber ich weiß nicht. Ah, da bist du. Weil der guckt mit dem Fernglas nämlich runter auf die Brücke. Und wenn er uns sieht, dann ruft er sofort hier Verstärkung und dann rücken halt die Verstärkungstruppen an und das wollen wir ihm halt nicht. So, diesmal habe ich ein bisschen mehr zu quatschen, Leute. Keine Cutscene momentan. Ist doch mal geil, ne? So, jetzt gibt's auch hier einen Trick. So. Bei den Astral, der hat das, wie gesagt, ja auch Let's Played. Und zwar auf Schwierigkeitsgrad normal. Ja, dazu komme ich gleich, weil wie gesagt, hier... findet man auch den Minendetektor. Da unten ist noch eine Ration, die lasse ich jetzt drin. So, hier kommt man normalerweise erst zum Schluss rein, wenn man hier mit dem gesamten Kapitel hier fertig ist. Aber ich zeige euch gleich mal einen Trick. Ach ja, und noch was. Hier gibt es auch noch eine Bombe. Und zwar, die hängt dann hier an irgend so eine Kiste. Und ja, da muss man halt gucken, ne? Ja. So, wir holen uns erstmal den Karton 5. Und normalerweise bei Höhenschwierigkeitsgrädern sind hier auch an diesen Dingern hier auch nochmal ein paar Überwachungskameras. Aber da wir auch sehr leicht spielen, dann sind die nicht da und gut ist. So, und zwar zeige ich euch, wie man da unten reinkommt. Wir haben jetzt die Box 5 aufgenommen, ne? So, und zwar machen wir das so. Wir gehen hier drauf und benutzen den Karton. Naja, das tut sich was. Das Band wird langsamer. Jetzt surfen wir drauf. So einfach kann es gehen, Leute. Das habe ich, glaube ich, auch bei Astral in dem Part, wo er dort war, nämlich auch in die Kommentare, glaube ich, geschrieben. So, jetzt gehen wir runter. Wir finden jetzt nicht irgendwas Spektakuläres, weil da kann man eigentlich auch drauf verzichten. Aber ich wollte, wie gesagt, es euch mal zeigen. Und zwar findet wir hier eine Digitalkamera. Ja, braucht man nicht eigentlich, weil die ist eigentlich nur dazu da, um zu fotografieren. Und die Digitalkamera spielt man ja auch frei, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Dann hat man die auch mit Snake frei. Gleich am Anfang. Oh Mann, ey, ich komme hier jedes Mal gegen mein Mikro hier. Es geht mir total gegen den Strich. Ja, und da kann man Fotos schießen und wie gesagt, die Bilder. Also die normale Kamera speichert so gesagt nur im Spiel die Bilder. Also die ist ja eigentlich auch nur dafür. Die hat man ja eigentlich nur beim Tanker. Und die Digitalkamera, die, da kann man Fotos schießen und nun ja, da die speichert man dann auf seine Memory Card. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat und warum man das machen sollte. Also ich habe da gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Habe ich nie verwendet und werde ich es auch nie. Weil ich auch nicht wüsste, wieso.
Aber ich nehme es eben halt mit, wie gesagt. Sonst kommt man da unten in den Raum nur rein, wenn man hier mit allen fertig ist. Aber bis wir da sind, das dauert noch so lange. Ja, wir haben auch genug Zeit. Ich muss immer auf die Uhr gucken hier. Jetzt gehen wir hier hoch. Zum Heliport. Weil wir wollen ja eine Bombe entschärfen. Ja, ja, und die ist auch wieder an einer nicht gerade sehr vorteilhaften Position, wenn man was in die Luft sprengen will. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. A female soldier, Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the Big Shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Oha, wir haben Olga wieder getroffen. Und sie ist nicht tot. Also sie hat es von Tanker runtergeschafft. Okay. So. Hier hinten findet man Claymore-Minen, die man auch nicht braucht. Ganz ehrlich, also ich sammle es immer nur ein, damit ich es habe. Also man findet hier so viele Waffen, die man aber eigentlich theoretisch nicht braucht, um ehrlich zu sein. Die Hauptwaffe, die ich wirklich verwende, ist hier die M9. Hauptsächlich. Hier finden wir noch eine Box. Ah ne, ich dachte, hier steht einer. Wenn die sich strecken oder so, dann ist es manchmal so, dass der Kegel nicht angezeigt wird. Habe ich den noch erwischt? Hä? Wo ist der hin? Ja, ich schalte dich aus, weil ich hab... Bleib jetzt stehen. Ich habe nämlich keinen Bock, nämlich hier irgendwie den Alarm auszulösen. So, und zwar ist hier die nächste Bombe. Raiden hier. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, right? I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Okay, wenn du es sagst. Okay. Also wirklich um hier den, also nur um den Hind hier, beziehungsweise den Jet hier in die Luft zu jagen, ganz ehrlich, das muss doch nicht sein, vor allem weil es doch den Terroristen gehört. Achso, wir wollen ja mal anrufen. Mal Oberst. Make doubly sure you stay out of the enemy sight.
If the radar goes offline, the sensor is useless. The C4s will become invisible to you again. Okay, ich glaube über den Codec, das ist immer so eine Sache bei mir. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wann die irgendwie mal was anderes sagen und so. Und ja. So, haben wir noch... Ja, das Warenlager schaffen wir noch. Denke ich mir mal. So, ja, wir gehen hier wieder, wie gesagt, runter und weiter zum nächsten. Das da, was da sich dreht, das ist M4-Munition. Die Waffe haben wir noch nicht, deswegen können wir die Munition auch noch nicht mitnehmen. So. Wer ruft denn jetzt an? Be careful, there are Claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Okay, da hat er was richtig gesagt. Wir benutzen die Dümpelgranaten. Weil die werden wir brauchen. So, als nächstes nehmen wir den... Das hier. Also ich gehe jetzt mal ganz langsam. Und die eine müssen wir hier einsammeln, weil wir kommen da nicht weiter. Moment... Oder... Stimmt, ich war ja da oben vorher und deswegen spawnt der nicht. Ach, ich brauch das doch, Mann. Mensch. So, ich mach's mir ganz einfach. Und mach die Dinge einfach kaputt, anstatt sie einzusammeln. Weil ich da einfach keinen Bock habe, die jetzt einzusammeln. Und außerdem Claymore-Minen, die brauchen wir eh nicht. Habe ich jetzt alle? Ach, da ist noch eine. So, haben wir Weg frei gemacht. Und weiter geht's. Wir nehmen wieder den Sensor. Ich weiß ja, wo die Bomben sind. Aber vielleicht der ein oder andere von euch nicht. Deswegen, ja, benutze ich das weiterhin. So, wollen wir mal gucken. Es sind zwei Wachen hier. Die erste haben wir ausgeschaltet. Die Bombe ist gefunden. Na. So. Somit haben wir freie Bahn hier, können alles durchsuchen, alles mitnehmen, was geht. Aber in den meisten Räumen kommen wir, wie gesagt, hier nicht rein, weil die haben noch, wir haben nur Stufe 1. Aber hier kommen wir einfach rein. Hier wäre zum Beispiel die M9, wenn wir sie nicht unten mitgenommen hätten, wäre die auf jeden Fall hier. Unter Föhnschwierigkeitsgrädern ist die generell hier. Hier ist ein Lüftungsschacht, da brauchen wir nicht hin. Da ist eh nichts drunter. Bevor wir uns um die Bombe kümmern, werde ich erstmal hier alles einsammeln. Nimm zwar hier ein Buch mit. Ist ja für die, die Kerle. Für diese Terroristen hier, die gucken sich das gerne an. Aber habe ich auch grundsätzlich nie benutzt. Da oben liegt auch noch Munition, da bin ich nie hingekommen. Ist eh nur M9 Munition. Darauf kann ich pfeifen. So. Gehen erst hier rein. Sammeln hier alles mögliche auf. Eine von den Türen ist irgendwie, die geht nicht auf. Deswegen machen wir alle beide kaputt. So, noch ein Buch. Box 2. Aber hier lohnt es sich,
auf jeden Fall durchzugehen, weil auf den Höhenschwierigkeitsgrädern, zum Beispiel auch auf normal, kommt man hier, ich zeig's euch jetzt, oh Mann, und zwar hier raus. Da ist man hier hinter den Kisten, weil man kommt von der anderen Seite, von der Tür aus, nicht hier hin. Da würde hier zum Beispiel, wenn man den Schalldämpfer jetzt, wie gesagt, den kriegt man auf, kann man auch, glaube ich, hier kriegen, auf sehr leicht. Aber auf, wie auf normal, glaube ich, ist der generell hier oder gar nicht. Bin mir jetzt, wie gesagt, nicht ganz sicher. Aber wenn Schalldämpfer, kriegt man auch hier. So. Hier unten liegt, glaube ich, auch noch was. Ist auch nur Munition, braucht man nicht. Ich bin in Überfluss. So, jetzt müssen wir nur noch die Bombe entschärfen und dann sind wir hier eigentlich auch wieder fertig. So, runter mit der. So. So, und frier schön ein. Peter meldet sich nicht, denn bei denen rufe ich auch nicht an. Wie gesagt, der sagt nur hier, beeil dich, komm, Bomben entschärfen. Ich denke mal, wir, die eine schaffen wir jetzt noch. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you, in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the skyscraper museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. So schnell abwimmeln. Das geht aber nicht. Ne, ich werde hier jetzt den Part doch beenden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Rose nochmal anruft. Deswegen seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder bei. Also haut rein und ciao.